Nachdem ein Arzt einen Weißkopfseeadler in der Wildnis gerettet hatte, tat dieser etwas, das ihn zu Tränen rührte. Er hatte sein ganzes Leben dieser Sache gewidmet, aber dieser Adler hatte eine Überraschung parat, die Cliff alles in Frage stellen ließ. Dr. Cliff Radford war ein Vogelspezialist. Seit er ein Junge war, war Cliff von Tieren besessen. Seine Eltern hatten einen Hund gekauft, nachdem er sie monatelang genervt hatte. Und im Gegensatz zu anderen Kindern hielt Cliff seine Versprechen. Er kümmerte sich um den Hund, ging mit ihm spazieren und hörte genau zu, wenn die Familie den Hund zum Tierarzt brachte. Schon in jungen Jahren wusste er, dass er Tierarzt werden wollte. Nach Jahren des Lernens und harter Arbeit schloss Cliff seine Ausbildung ab und begann zu praktizieren. Nur wenige Jahre später kaufte er das Wellington Veterinary Hospital, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Seine Träume waren groß und er war bereit, hart zu arbeiten. Er war in nationalen Nachrichtensendungen und Talkshows aufgetreten, um Tierrechte zu fördern. Aber er hätte sich nie vorstellen können, wie ein Weißkopfseeadler seine schlimmsten Ängste wahr werden ließ. Es war ein normaler Tag für Cliff. Er arbeitete ehrenamtlich in der Shades of Hope Wildlife Rehab in einer kleinen Stadt namens Pefferlaw. Er kam früh am Morgen an, um alles aufzubauen und zu überprüfen, ob alles reibungslos lief. Alle seine Kollegen wussten, dass Cliff härter arbeitete als jeder andere, auch wenn er nur ein Freiwilliger dort war. Und das machte alle noch engagierter für die Sache. Cliffs Arbeit war inspirierend und da er mittlerweile in diesem Bereich eine Berühmtheit war, war die Wirkung auf seine Kollegen enorm. Zu dieser Zeit waren nur zwei andere Vögel in der Klinik, aber es sollte etwas passieren, worin Cliff Radford ein Experte war. Er bemerkte das Geräusch eines parkenden Autos draußen und bevor er zur Tür kam, stürmten zwei Männer herein. Sie waren in Jagdkleidung, Tarnhosen und khakifarbenen Westen mit vollgepackten Taschen, aber das war nicht das, was seine Aufmerksamkeit erregte. Es war das, was einer der Männer in seinen Armen hielt. Ein Haufen weißer und schwarzer Federn verdeckte das Gesicht des Tieres. Aber als Cliff näher kam und die Federn auseinanderzog, sah er, dass dies ein ganz besonderes Tier war. Es war ein Weißkopfseeadler und er war kaum bei Bewusstsein. Die Jäger erklärten, dass einer von ihnen den Vogel versehentlich angeschossen hatte, während er auf Enten zielte. Der Adler war so plötzlich herabgestoßen, dass der Jäger keine Zeit hatte, die Richtung zu ändern. Glücklicherweise erinnerte sich einer von ihnen daran, dass Dr. Cliff am Tag zuvor im Radio über das Rettungszentrum gesprochen hatte. Cliff bedankte sich bei den Männern und sagte ihnen, dass er es von hier aus übernehmen würde. Er brachte den Adler sofort in den Beobachtungsraum, untersuchte jeden Knochen und stellte fest, dass es ein großes Problem gab. Etwas fühlte sich am oberen Flügel nicht richtig an. Er machte eine Röntgenaufnahme, die seine Befürchtungen bestätigte. Der Oberarmknochen war zertrümmert, vermutlich als er aus der Luft fiel. Das bedeutet, dass er schnell eine Operation brauchte. Dr. Cliff war immer noch der Einzige im Rettungsraum und es könnten Stunden vergehen, bevor jemand anderes eintraf. Normalerweise führten sie Operationen in Zweiergruppen durch, aber es gab keine Zeit, auf einen anderen Tierarzt zu warten. Cliff musste die Operation alleine durchführen. Er bereitete sich vor, richtete die Instrumente her, verabreichte Medikamente und legte los. Insgesamt dauerte der Eingriff etwa 90 Minuten. In der Mitte der Operation traf einer seiner Kollegen ein und er hatte etwas Unterstützung. Aber es war eine heikle Operation. Ein kleiner Fehler und der Vogel könnte dauerhaft verletzt bleiben. Als sie fertig waren, war Dr. Cliff erleichtert, aber nicht optimistisch. Die Operation war erfolgreich, aber seiner Meinung nach hatte der Adler nicht viel Hoffnung. Die stark beschädigten Muskeln waren mit einem seiner Flügel verbunden. Das bedeutete, dass er wahrscheinlich nie wieder fliegen können würde und ohne Flugfähigkeit würde dieser Vogel nie die Gefangenschaft verlassen können. Seine größte Freude auf der Welt war es, Vögel wieder in die freie Wildnis zu lassen, aber diesmal nicht. Er würde sich damit zufrieden geben müssen, dass der Adler lebte. Zumindest dachte er das. Cliff behielt den Vogel 2 Monate lang im Rettungszentrum. In dieser Zeit hatte sich der Vogel langsam erholt, er hüpfte und sprang herum, breitete seine Flügel aus. Um seinen Oberkörper war immer noch ein Verband und er entwickelte eine enge Bindung zu den Mitarbeitern des Zentrums. Das Team hatte ihn Dash genannt und er war der Liebling aller Ärzte. Aber es gab immer noch kein Anzeichen von Flugfähigkeit.
Eines Morgens jedoch sollte Cliff an diesem Tag etwas Überraschendes erleben. Wie üblich parkte Cliff auf dem vorderen Parkplatz, stieg aus seinem Auto und schloss die Eingangstüre auf. Cliff ließ seine Schlüssel fallen, was untypisch für ihn war. Normalerweise war er ruhig und gelassen, aber heute war ein großer Tag. Es war der Tag, an dem das Team Dash seinen dritten und letzten Flugversuch ermöglichen würde. Sie hatten in dieser Woche bereits zweimal versucht und wenn er wieder scheiterte, würden dem Zentrum die Möglichkeiten ausgehen. Das kleine Rettungszentrum verfügte nicht über viele Geldmittel, was bedeutete, dass sie, wenn sie die Vögel nicht rehabilitierten und schnell in die Wildnis entlassen konnten, ihre Optionen abwägen müssten. Sie hatten bereits nach einem Platz gesucht, um Dash unterzubringen, aber bisher hatte sich niemand für ihn interessiert. Die andere Option war undenkbar, die Einschläferung. Cliff konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass Dash einfach nicht zum Fliegen bereit war. Und vielleicht würde er es auch nie wieder sein. Sie hatten noch eine letzte Chance und diese mussten sie nutzen. Cliff begrüßte Dash mit einem Klaps auf seinen weichen, federbedeckten Hals und erledigte etwas Papierkram, während er auf das Team wartete. Einer nach dem anderen traf ein. Sie sagten nicht viel, wissend, wie viel auf dem Spiel stand. Schließlich, als alle versammelt waren, führte Cliff das Team nach draußen und trug Dash auf seinem Arm. Der Vogel bewegte seinen Kopf hin und her und krächzte. Er schien zu wissen, dass etwas Großes bevorstand. Sie standen nun am Rande eines Naturschutzgebietes, das an die Rückseite des Rettungszentrums grenzte. Es war ein stiller Tag mit sanfter Wärme. Bei kaum Wind hätten die Bedingungen nicht besser sein können. Aber als Cliff versuchte, Dash von seinem Arm zu locken, rührte der sich nicht. Seine Krallen gruben sich tiefer in Cliffs Arme, als er sich fest anklammerte. Ein anderer Tierarzt versuchte, Dash mit Futter zu locken, aber auch das funktionierte nicht. Das war bei den beiden vorherigen Versuchen auch passiert. Es gab keine Möglichkeit mehr. Cliff wollte nicht so einfach aufgeben. Sie warteten 20 Minuten lang, setzten sich hin und versuchten, Dash zu beruhigen. Aber sobald sie wieder aufstanden, war es dasselbe. Dashs Krallen umklammerten Cliffs Arm und selbst wenn Cliff versuchte, er konnte den Adler nicht abschütteln. Es war traurig. Aber schließlich beschlossen sie es für diesen Tag sein zu lassen. Sie konnten hier nicht ewig bleiben. Jetzt würden sie den schwierigen Prozess durchlaufen müssen, Dash ein neues Zuhause zu suchen oder, noch schlimmer, ihn einschläfern zu lassen. Niemand wollte an diese Möglichkeit denken. Aber gerade dann geschah etwas Außergewöhnliches. Als Cliff sich umdrehte, um zurück zum Rettungszentrum zu gehen, gab es ein lautes Geräusch und ein kräftiger Wind wehte Cliffs Haare senkrecht über seinen Kopf. Das Team schaute geschockt, als sie erkannten, woher der Luftzug kam. Dash schlug mit seinen mächtigen Flügeln. Es war so lange her, dass sie vergessen hatten, wie groß seine Flügelspannweite war und sich auf mehr als das Dreifache der Länge seines Körpers erstreckte. Mit einem lauten Geräusch hob Dashs Körper in die Luft und verschwand in wenigen Augenblicken, bevor er, einen Moment später, hoch über den Bäumen wieder auftauchte und dahin glitt. Es war ein unglaublicher Moment. Das Team klatschte vor Freude. Aber alles, was Cliff tun konnte, war zu weinen. Sein Lebenswerk blitzte vor seinen Augen auf und in diesem Moment erinnerte er sich genau daran, warum er das tat, was er tat. Er hatte einen weiteren Vogel befreit. Und es war wunderschön. Was für eine herzerwärmende Geschichte. Lass uns unten in den Kommentaren wissen, was du darüber denkst. Danke fürs Zuschauen.